So, und rein da. Und hier erstreckt sich unser schönes Lager. Achso, und dann wurde sich noch gewünscht, dass ich eine Kiste mache mit Zeug sozusagen, was Monster oder so droppen. Aber das muss ich mir nochmal überlegen, wie ich das denn letztendlich mache. Boah, dann reicht das genau für eine Spitzhacke noch. Eine zweite hätte ich jetzt gar nicht machen können. Ich überlege noch, wie ich das mache, aber ich denke mal, ich lasse das erstmal so, wie es jetzt ist. Weil die Oberkategorie ja denn sozusagen Holz ist. So, reichen zwei? Bin ich jetzt gerade doof oder reichen zwei? Ich glaube, es reichen zwei. So, eine. Oh, Erfolg erzielt. Technischer Fortschritt. Glück auf. Komisch. Wir haben schon eine Diamantspitzhacke kaputt gemacht, aber haben noch nie den Erfolg. Baue eine Diamantspitzhacke. Sehr kurios. Man sollte mal drüber nachdenken. So, esse ich mal während des Springens einfach ein Fleischstückchen. Es stört mich gerade, dass da die. Und soll ich mal sagen, was ich vergessen habe? Ja, ich weiß. Toll. Weiß ich ja selber. Ach ja, sind wir jetzt gleich beim Portal, dann beim nächsten Portal und dann. Bin ich mal echt gespannt. Ob dann wenigstens neue Landschaften kommen. Und wenn nicht, denn. Boah, wäre echt ärgerlich, wenn dem nicht so wäre. So, jetzt ist hier sind hier wieder die Framerate-Einbrüche, weswegen auch immer. Aber ich glaube, das liegt so ein bisschen am Feuer. Michael Jackson Remix. In the house. Von wem ist denn das? Ich darf da jetzt nicht so rüber gucken. Earth Song, London Symphony Orchestra. Ich glaube, das habe ich schon mal vorgelesen. Kommt mir zumindest bekannt vor. Oh, cool, die beiden Strahle da. Lavastrahle. Dann baue ich, glaube ich, bei dem einen Portal einen Stein gleich weg. Damit ich da nicht jedes Mal durchlaufe. Oder beziehungsweise das verwirrende Portal ist. Hier vorne habe ich es ja schon einmal weggemacht. Das andere wollte ich ja jetzt nicht wegmachen. Siehst du, wir sind insgesamt einen höher gegangen, merke ich gerade. Kann ich das so tolerieren? Mist, muss ich ja. Oder ich baue da hinten einen höher. Ach, muss ich mal gucken. Ich glaube, wenn nicht, dann lasse ich das doch einfach so. Chimona. So, unsere coole Insel hier. Müssen wir auch mal gucken, was wir daraus machen. Könnte man ja so einen Zwischencheckpoint machen. So mit Kisten, Truhen oder sowas. Ja, ich weiß, es ist beides das gleiche. Ja, dann haben wir jetzt auf jeden Fall die vier Folgen einfach nur damit verbraten, wirklich einfach nur Vorbereitung zu machen. Was mir auch ein bisschen leid tut, weil ich eigentlich nur zwei, drei Folgen oder sagen wir mal zwei Folgen eigentlich nur angesehen habe. Ich habe eigentlich habe ich ja sogar schon vermutet, dass nicht mal eine sozusagen dafür benutzt wird. Aber so wie es scheint, muss man da echt Glück haben, neue Biome zu bekommen. So, mein liebes Portal, dann wirst du jetzt erstmal abgebaut. Und sag das deinem Kumpel da hinten auch schon mal. Ah nee, nicht deinem Kumpel, sondern deinem Kumpelblock. Boah, das ärgert mich jetzt immer noch so, aber wenigstens haben wir es jetzt gleich geschafft. Dauert das immer so lange? Uppala. Habe ich mich gerade voll verjagt. So, müssen wir natürlich. Ich glaube, da mache ich hier auf einfach mal zu, so, der Gemütlichkeitshalber. So. Einen Netherstein, ach, einen Obsidian haben wir jetzt noch. Reserve. What about us? So, hier kam ja der endlose Komischberg. Müssen wir mal gucken. Boah, das wird auf jeden Fall echt lange dauern, das alles auszubauen. Aber gut, das müssen wir dann in Kauf nehmen. Dann haben wir wenigstens was Schönes. Da haben wir wenigstens einen schönen Übergang. Aber wie gesagt, das kommt dann erst nebenbei. Hier mach. Ach nee, warte mal, das ist ja hier. So, war ich jetzt gerade mal eine Fräse. Eine Holzfräse. So, lieber Stein.
Ich glaube, Obsidian so an sich dauert eigentlich gar nicht lange, das abzubauen. Das lag, glaube ich, gerade einfach daran, dass das noch ein Portal war. So. Dann vervollständige ich das hier jetzt mal. Und bin echt gespannt, was jetzt auf uns wartet. What about us? Dann gehe ich mal rein. Juhu. Landschaft wird heruntergeladen. Zum dritten Mal. Ich mach die Augen zu. Wow. Na toll. Na, das war ja klar. Und ich habe natürlich keine Fackeln dabei, aber es ist wenigstens... Ja. Natürlich. So, eigentlich habe ich ja mir sowas gewünscht, dass es unter der Erde ist, aber nicht gleich mit Lava, wo man wieder fast gleich reinfällt. Ich glaube, jetzt mache ich mal eine Ausnahme und baue mich einfach mal nach oben mit einer scharfen Wendeltreppe. Schaufel. So, weg damit. Oh, da geht's ja schon nach oben. Ach, ich glaube, da waren wir gerade. So, wo haben wir hier Bruchstein? Nehmen wir mal nichts Weltenfremdes. Wie mache ich das jetzt? So, und weg mit dir. Und du dahin. Du dahin. Ja, das ist hier dieser komische Raum. Ich hoffe, das ist gerade jetzt nicht so... nicht zu dunkel. Mist, ich glaube, dann brauche ich doch... Oder ich... Ach, warte mal kurz. Jetzt weiß ich gerade selber nicht. Ich mache hier mal ein bisschen Licht. Hoffe ich natürlich nicht, dass sich das ausbreitet, weil sonst bin ich geliefert. Ich mache mal nur eins, vorsichtshalber. Ich glaube... Ach, warte mal, wir können ja hier was ganz Cooles machen. So, das brennt ja unendlich, glaube ich. Zumindest hoffe ich das einfach mal. Kohle sehe ich da. Ich bin gerade ein wenig überfordert mit der Wendeltreppe, aber das wird schon so. Dann kann ich hier ranbauen. Juhu. So, Erde weg. Oh, ich hoffe echt, dass jetzt hier wenigstens, dass sich das lohnt und hier neues Terrain kommt. Das wäre echt ärgerlich, wenn nicht. So, baue ich hier wieder so einen coolen Lichtmacher. Geht jetzt leider gerade nicht anders. Und die Kohle lasse ich auch erstmal Kohle sein. Die will ja auch erstmal... Die lasse ich jetzt erstmal leben. Außer natürlich die, wo wir durch müssen. So, ich bin echt gespannt, wie weit wir hier unter der Erde sind. Ich könnte ja mal ganz kurz einen Check machen. Wo sind wir hier? Die... Momentchen. Oh, wir sind kurz vor dem Boden. Toll. Oder? Bin ich gerade falsch? Weiß ich gar nicht. So, baue ich jetzt hier mal wieder... Hoppala, nee, da baue ich wieder so. Denn hier, ich sehe gerade selber überhaupt nichts. So, tut mir jetzt gerade leid. So, boah. Haben wir wenigstens wieder Licht? Ja, ist wirklich ein bisschen, hört sich ein bisschen an wie Zirkus. Und das, was ich hier gerade mache, ist auch ein bisschen Zirkus. Ich geb's ja ehrlich und offen zu. Und hier ist Erde. Und Kies. Und ich hoffe echt, dass das die Erde ist, die ich zu hoffen sein, dass ja, ist und so. So. Und scheinbar war es doch keine Muttererde von oben, sondern einfach irgendwelche Erde, die mal Lust hatte. So. Jetzt kommen wir hier wieder in den Abschnitt, wo es sehr dunkel wird. Mache jetzt einfach mal hier wieder einen lieben Netherstein. Aber hier kommt echt eine Menge... Echt eine Menge... Danke. Hier kommt echt eine Menge Erde und ich glaube fast, wir sind... Ja, wir sind unter dem Wasser. So
So, es geht jetzt einmal nach unten. Ich hoffe natürlich... Ach nee, der müsste theoretisch eigentlich... Müsste eigentlich unversehrt bleiben. So, ist da jetzt auch... Da ist natürlich auch Sand. Und kommt natürlich auch Wasser. So, liebes Wasser. So war das jetzt natürlich nicht gemeint. Weg mit dir. So. Ja. So, ich hoffe jetzt natürlich, dass... Hier muss ich jetzt natürlich auch nochmal. So. Und dann versuche ich jetzt mal so weit wie möglich nach oben zu kommen. So. Muss ich jetzt aufpassen. Aber wie es scheint, ist das eigentlich gar nicht so hoch. Ich nehme jetzt einfach nochmal einen Hieb Luft und dann... Puh. Oh oh. Na toll, und da hinten sehe ich neue Landschaften. Das ist wenigstens ein schöner Trost. Dafür, dass ich... Ich muss jetzt hier irgendwie mal... Ich glaube, ich baue jetzt hier einfach mal... Irgendwie muss ich das jetzt hier mal zubauen. Aber ich muss natürlich zusehen, dass ich auch immer mal wieder Luft hole. So. Und dann baue ich hier so eine schicke Wendeltreppe einfach mal hoch. Luft. Na los, komm. So. Ich brauche Luft. Und dann muss ich das irgendwie mal zubauen oder irgendwie mal so bauen, dass das wasserfrei ist. Und dann muss ich mal gucken, ob ich da irgendwie keine Ahnung, so einen coolen Untergang mache, so. So, weg. Aber ich glaube, wenn ich das jetzt hier jedes... Wenn ich das jetzt so zumache, dann macht das sowieso keinen so großen Unterschied. Hupala, so, Bruchstein. Weil das Wasser ja so an sich denn nochmal ein eigener Block ist. Kann man hier irgendwas mit Feuer hantieren? Nee. Aber hier, das kann ich machen. Dann mache ich das jetzt, dann markiere ich mir das hier mal auch. So, und du weg. Und dann muss ich hier, glaube ich, auch nach und nach runterbauen, genau. Das wird auf jeden Fall nochmal sehr spannend. Aber gleich werde ich jetzt auf jeden Fall erstmal die Landschaft genießen oder mal anschauen. So, da das jetzt alles hier ein bisschen stressiger ist mit dem Bruchstein, mache ich das jetzt einfach mal mit Netherstein. Boah, dieses Knistern im Hintergrund, das ist ein bisschen beängstigend. So, jetzt muss ich mir ja irgendwie eine Technik... Aber ich habe jetzt schon eine Technik. So. Sind wieder da. Hoppala. Na, so kann man es auch machen. So, dann ist hier wenigstens... Dann habe ich hier so einen coolen... Na, wie soll ich sagen, so einen coolen Abgang. Und dann ist das so mehr oder weniger wie so ein Gully im Wasser. Wo man denn so runter kann. Das ist, erinnert mich auch wiederum so ein bisschen an Fallout. Weil es da, glaube ich, auch so eine unterirdischen Siedlungen gab. Und die waren dann auch so in Gullis oder da konnte man dann so mit Gullis ran. Erinnert mich auf jeden Fall ein bisschen so daran, aber... Naja, wollen wir mal schauen, ob wir das so hinkriegen. Wie ich mir das vorstelle. So, die Wendeltreppe. Kommen wir natürlich nicht exakt nach oben. Nehmen wir noch ein bisschen Erde. So, muss ja erstmal nur nebenbei sein. So. Da hinten sehe ich, wie gesagt, schon einen neuen Biom. Und das ist schon mal nicht schlecht. Dann baue ich irgendwie hier rüber oder so. Und ich glaube, dann bleibe ich auch wirklich hier. Da könnte man sich ja auch so ein Wasseroase oder sowas bauen. Ach, weiß ich nicht, da fällt uns bestimmt noch was ein. Und es ruckelt und ruckelt. Oder man baut hier so eine Insel, so eine Ankunftsinsel. Boah, das würde echt lange dauern, das alles abzutragen. Oh, Hilfe. Man baut sich hier so eine Ankunftsinsel so und dann so ein Steg erstmal hier zur Insel. Hupala, was ist das denn hier? Luke Filewalker, möchte ich nicht. Stopp und weg. So, sorry. So, dann würde ich sagen, belassen wir erstmal dabei. Es passt jetzt auch perfekt mit der Folge, denn mache ich hier nochmal ganz schnell so einen Screenshot.
So, das ist unsere Ankunft da. Unsere Ankunft. Und da geht's dann so runter. Und hier markiere ich jetzt auch erstmal, ist unsere Insel. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wo ich denn das heimliche Let's Grüß mache. Und das heimliche Let's Grüß, das wird natürlich nicht heimlich, aber wo ich denn das Let's Grüß mache und dann kommt der neue Abschnitt, der neue Let's Play Abschnitt und dann hoffentlich auch mit dem neuen Rechner, damit das dann alles flüssig und ganz entspannt funktioniert. Und da hinten sehe ich zum Glück einen neuen Biom und das freut mich auch riesig und ja, wir sehen uns denn in den nächsten Folgen und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder einschaltet und ihr könntet ja mal, weiß ich nicht, ein paar Ideen schreiben, was man so noch bauen könnte. Könnt ihr jetzt in die Folge machen. Das wird jetzt dann in der nächsten Folge zwar leider nicht umgesetzt, weil das ja mit dem Hochladen und so nicht ganz übereinstimmt. Aber ihr könnt trotzdem ein paar Ideen schreiben, dann kann ich das ja so im Nachhinein immer machen. Aber die grobe Idee ist natürlich jetzt erstmal hier einen Steg rüber zu machen und dann von da auch einen Steg nach darüber. Und dann kann man hier so eine kleine Rezeption machen. Ach, egal, das werden wir alles in der nächsten Aufnahme klären. Wir sehen uns dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi.